als erstaunlich widerspenstig und vor allem standhaft hat sich nämlich heute Morgen ein Kamin in Kommenab im Landkreis Tirschenreuth erwiesen, der abgerissen werden sollte. Auf der Abbruchbaustelle auf dem Gelände der ehemaligen Porzellanfabrik in Kommenab hatte sich die Abbruchfirma eigentlich auf ein schnelles Umreißen des meterhohen Schornsteins eingestellt. Und dann das. Zwei Versuche der Abrissfirma mit Stahlseilen schlugen fehl und nach etwa einer Stunde wurden die Versuche abgebrochen. Vermutlich besitzt der Kamin innen eine derart starke Befestigung, dass nun eine andere Lösung gefunden werden muss. Und die sähe dann wahrscheinlich so aus, dass der Turm über einen Kran dann von Hand Stück für Stück abgebaut wird.